So, hallihallo, Leute, da bin ich wieder in Assassin's Creed Valhalla. Die Zeichen Ragnaroks, beziehungsweise Dawn of Ragnarok. Ich bin ja hier unten jetzt in dieser Zuflucht und habe mich mit einigen unterhalten. Beziehungsweise, so gesehen, unterhalte ich mich immer noch mit der Schmiedin und wollte jetzt mal mein Hubertjof hier verbessern, beziehungsweise die Fähigkeiten. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Kraft der Wiedergeburt. Auf 35. So, haben wir den verbessert. Und ich hatte ja hier die... Und die Eisenkraft bringt mir nichts, ne? 20. 20 von... Was ist denn das hier eigentlich? 20 von Eisblut. Aber Goldjütin immer welches, okay. Okay. Ja, ich werde jetzt auch gar nichts anderes machen, außer die Geschichte hier, weil, ne? Also ich will jetzt auf die hier, so meine ich das. So. Wir können mal ganz kurz noch in die Ware gucken, aber da habe ich ja auch nichts. Verbessert. What? Ja klar, nehme ich das. Funktioniert ja auch. Yes, Baby. Beide in der mystischen Form. Ja, natürlich. Ah, Skaldison, da kann ich jetzt nicht so wirklich was mit nehmen. So. Ausrüstung verbessern, abwerten, verändern. Nö, eigentlich nicht. Brauchst du noch etwas? Nee. Leb wohl. So. Kann er nochmal sie. Gefühlt wollte sie sich mit mir unterhalten, aber hat sie nicht. Achso, bevor ich es auch noch vergesse. Fertigkeiten. Ich überlege gerade. Was habe ich hier noch auf dem 245? 246. Der ist fertig. Ich versuche das ja mal so ein bisschen gleichmäßig zu machen, obwohl der eine oder andere wird sagen, was soll denn sonst, ne? 2, 4, 6, 7. So, was haben wir hier? Leichter Bogen oder Widerstand oder Weg des Wolfes. Komm, machen wir das so. Da haben wir jetzt jeweils 6. Dann gehen wir hier in den oberen Bereich. 2, 4, 6, 2. Okay, hier kann ich mal richtig einen raushauen jetzt. Betäubung. Wenn du bei voller Gesundheit bist und nichts in der Nebenhand trägst, fügt dir der erste erfolgreiche Angriff angehend keinen Schaden, sondern wirft ihn zurück. Achso, okay. So, kritische Treffer. Wir brauchen sowieso den Hammer. Und das war's dann. Und damit sind wir Level... ...514. Ich möchte aber echt mal wissen, wo ich die beiden Steinchen, die da unten gelagert waren, ne? Kann man die hier eigentlich auf der Karte so sehen? Nee, ne? Die hier irgendwie so waren, also da, ne? Die möchte ich mal wissen, wo die hin sind. So, jetzt muss ich übrigens in die Richtung. Dann gehe ich jetzt da durch und dann machen wir uns mal auf den Weg dahin, ne? Ich jetzt hin. Die Zwerge sind mir lieb und teuer. Ich erinnere mich, wie sie sich aus Ymirs Fleisch schälten, als ich noch den letzten Seufzer aus seiner Kehle zwang. Sie dauerten mich und so schenkte ich ihnen Vernunft.
Aus diesem Grund werden sie ewig in meinem Herzen sein und in meiner Schuld. Odin zu seinem jüngeren Kind Baldr. Ivaldi ist also tot. Eine Schande. Dennoch könnte sich in Ulda etwas von Wert finden, das ich gegen Baldr tauschen oder gegen Surt verwenden kann. Junge, Junge, Junge. So. Dann Pferdchen, also Reittier. Und go. Achso, was ich übrigens mal überlege. Ich habe das die ganze Zeit vergessen. Und zwar... Ich weiß leider... Nee, dieser verfluchte Mantel, Tafelrunde, Licht. Ich weiß leider... Oder war die hier unten? Ich habe leider... Oh. Ich muss mal nachgucken, wie nochmal... Der, wie dieser Anzug hieß. Thorsmantel? Nee, das war das alles nicht. Ich komme nämlich gerade da nicht drauf. Das ist die düstere Kutte. Schwarzer Raben. Draugner. Das war ja vergiftet. Valkyria? Das ist ja den, den ich ausgerüstet habe, ne? Einherja. Oh, ich habe mir leider nicht gemerkt, wie der Anzug hieß, den ich gerne haben wollen würde. Beziehungsweise, da gab es ja so gesehen die Axt zu. So. Oh, da brauchen wir jetzt aber eine ganze Menge Eisen und Titan, wenn ich mich irre. Nee, hier, das habe ich. Titan, Stoff fehlt mir. Stoff? Ist das Stoff gewesen gerade? Ich merke mir dieses Bild. Titan, meine ich doch. Jede Menge Titan fehlt mir. Nee, was ich eigentlich machen wollte, ist... Ich brachte Baldr einst hierher, nach Ulda, als er noch ein Kind war. Nun sind beide Gefangene. Loki zu Recht durch meine Hand und Baldr zu Unrecht durch Surts. So, da ist ein Typ. Da haben wir das. Und da haben wir das. Baldr wird gerettet und seine Mutter gerecht. Genau. Wir werden sofort angreifen. Nach Claude dienen zu müssen. Sag nichts Schlechtes über Claude, wenn dir dein Leben lieb ist. Du hast gesehen, was er vermag. Wieder das ist zwecklos. Du wirst beenden. Wo war denn hier dieses? Da ist er. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier beim Booten. Haltet mir den Rücken frei! Alter, wie seid ihr denn drauf gerade? So.
jetzt aber. Mach den Abschaum müde. Brennt alles nieder. Genau. Dann ihn. Den haben wir auch. Komm her, hier, komm her. Zu mir, hier! Ich zünd dich an! Und was alles? Du willst mich anzünden? Kommst du näher? Gut. So, das haben wir jetzt. Sie wurde wohl verriegelt. Habe ich das nicht bekommen hier? Ey, wo kommst du? Und da. Danke. Ach so, Moment. Erstmal das hier nehmen. Genau, Platinbahn brauchen wir nämlich. Dann haben wir das. Dann könnten. Nahrung ist aber voll. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Nee. So, das eigentlich ist wahrscheinlich irgendwo da, ne? Da oben, ja, das habe ich mir schon wieder gedacht. Ah, hier, genau. Nehmen wir noch die Pfeile mit. Auf jeden Fall wieder aufgefüllt ein wenig. Genau, und da würde ich jetzt gerne erstmal hin, weil dann kann ich auch meine Kraft wieder ein bisschen. Hier. Machen. So, ansonsten bin ich hier voll. Dann ist man jetzt kurz hier lang. Wie können wir Glot trauen? Er ist halb Jötun. Wie Glut den Schädel eines Trolls zerknüpft, als wir sein Großei. So.
Ich würde mal sagen, das hat gesessen. So, dann können wir hier wieder. Gold auf den Straßen. Das Haus, das ich suche, kann nicht weit sein. Es passt zu Gunnbjörgs Beschreibung. Gold auf den Straßen. Das Haus, das ich suche, kann nicht weit sein. Es passt zu Gunnbjörgs Beschreibung. So. Und deswegen mag ich diese beiden Fähigkeiten eigentlich nur noch. Das heißt, nicht für mich. So. Und gar nicht überall rein. So, da ist der Point vom Quest, ne? Warte mal, ich mach das noch einmal so. Ich wollte mal gerne, ich weiß jetzt gar nicht schon mehr so rum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich da. Nee, da kam ich nicht rein. Nee, das war glaube ich die Frucht, die mir nicht bekommt. Das lasse ich mal lieber. Ich gerade, ob ich das erst noch schnell hier alles clear. Auf Deutsch, warte mal, wo ist denn eigentlich der Point? 200 Meter in die Richtung. Mist! Mist! Das wollte ich nicht. Ah, oh, sehr gut. Über aufnehmen. Nee, das bringt mir nichts. Hier nehme ich auch mal das Fuga auf. Dann knüppel ich mich hier gleich mal noch eine Runde durch, wa? Und da schnell hin. So, da schnell hoch. Und Butz. Und hier noch einer rum? Nee. Ist was? Plündern wir uns mal hier kurz durch das Dorf hier, beziehungsweise durch die Stadt hier. Da vorne war doch irgendwie auch was Goldenes, ne? Was ist hier? Noch mehr Pfeile. Okay.
Ach, da drinnen war das. Genau so, aber... Was willst du hier? Ja, was ich hier will, genau. Ich wollte... Ja, da muss ich hin. Was sind das? Was suchst du hier? Da ist das. Holy moly. Hier ist doch richtig was zu tun in Ulda, wa? Verschwinde von hier! Bitte! Au, na. Jetzt wird's, jetzt geht's ab. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Okay. Nee, dann mache ich das anders. Dann gehe ich wieder doch zurück und guck mal wegen der Quest und dann werde ich mich hier in Ulda weiter prügeln. Beziehungsweise für Ordnung sorgen, könnte ich jetzt auch sagen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Oh Gott. Ernsthaft? Ernsthaft? So, schnell dahin. Dann dahin und dann passt das nämlich. Nee, von da bin ich nicht gekommen, ne? Genau, ich bin von hier gekommen. Weil die Blüten sind geschlossen. Und hier war ja der Questpoint. Ja, ja, ja. Genau. Hier war das ja, wo die Quest angefangen hat. Da. Hallo, ich mal plündern. Hey, noch ein bisschen Silber. So. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was mich hier erwartet.